Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte Ihnen hier ein Experiment zeigen. Das nennt man auch Lichtmühle oder Radiometer. Sie sehen, es ist da in einer Glaskugel drin. Und da hat es vier kleine Metallplättchen, die so aufgehängt sind, dass sie drehen können. Und die Metallplättchen haben jeweils eine helle, und also eine reflektierende, silbrige und eine dunkle, beruste Seite. Das Ganze heißt Lichtmühle, weil es fängt an zu drehen, sobald Licht drauf fällt. Wir versuchen das zu zeigen. Jetzt mache ich das Licht an. Sie sehen, das fängt selbstständig an, sich zu drehen, und zwar mit der silbrigen Seite nach vorne und der dunklen Seite nach hinten. Die Drehrichtung ist eindeutig. Wenn das Licht aufhört, wird es dann irgendwann im Laufe der Zeit wieder abgebremst. Dieser Dreheffekt hat zu tun mit Thermodynamik. Das Ganze kann man einfach erklären. Die Glaskugel, die Sie sehen, ist deshalb notwendig, weil wir haben da drin einen Unterdruck. Es ist nur etwa 5 Pascal Druck da, also wesentlich weniger als der Luftdruck, der bei etwa 10 oder 100.000 Pascal vorhanden ist. Und es würde auch bei Vakuum nicht funktionieren. Wir brauchen das Gas, aber es braucht nur wenig Gas, damit das Ganze wirklich läuft. Man kann es auch an die Sonne stellen und dann dreht es die ganze Zeit. Man kann es auch mit Wärme alleine zum Drehen bringen. Also es braucht nicht unbedingt Licht. Es reicht auch, wenn man Infrarotstrahlung nimmt, also Infrarot oder Wärme. Und die Erklärung, die möchte ich Ihnen jetzt auf dem Papier zeigen. Ich mache Licht drauf. Es fängt an, sich zu drehen. Das Licht ausgeht, beziehungsweise nur das Umgebungslicht da ist, das reicht dann nicht, hört die Drehung wieder auf. Und für dieses Licht, diese Lichtmühle oder das Radiometer, lautet die Erklärung so. Wir nehmen uns mal so ein Teil vor, hier. Da wäre dann auch die Drehachse, da geht es auf der anderen Seite so weiter. Und wie wir gesehen haben, ist es auf einer Seite also dunkel. Das wäre zum Beispiel jetzt in unserem Fall diese Seite. Und hier auch dunkel. Und die anderen Seiten sind reflektierend, also hell. Und jetzt müssen wir daran denken, dass wir hier eben ein Gas haben. Das sind also Gasmoleküle. Und bei sind da überall vorhanden. Und bei ungefähr 5 bis 10 Pascal Druck kann man feststellen, dass die Gasmoleküle einen Abstand haben von etwa 1 oder 2 mm. voneinander. Also die Gasmoleküle sind sehr locker, sind ja kleine Moleküle und die haben einen Abstand, der viel, viel größer ist als ihr Durchmesser. Das heißt, man kann sagen, dass wir hier Strömungseffekte weitestgehend vernachlässigen können bei diesen schwachen Drücken, sodass wir quasi die Impulsgesetze der normalen Mechanik verwenden dürfen. Es ist ja so, wenn wir da Licht drauf geben, dann erwärmt sich eine Seite dieses Flügelrades stärker als das andere. Das ist normal. Wir haben dann hier bei der dunklen Seite Absorption von Licht. Das heißt, auch die thermische Bewegung dieser Oberflächenmoleküle, dieser berußten Stelle, ist dann größer. Die sind also schneller hier in Zitterbewegung als die silbrige Seite. Und wenn da Gasmoleküle sich immer wieder mal zwischendurch anlagern, das machen sie ja durch Adhäsion gelegentlich, dann sind die wegen der stärkeren thermischen Bewegung dieser Oberfläche nachher in größerer Bewegung, wenn sie sich wieder lösen von dieser berußten Fläche. Das heißt, sie spicken nachher mit größerer Wucht weg, als auf der Seite, wo sie sich nicht erwärmen und nachher mit kleiner Wucht wegspicken. Das heißt, diese Seite hier hat nachher einen größeren Rückstoßeffekt. Der Impuls dieser Teilchen ist größer und der Puls wird dann auf der anderen Seite auch übertragen auf das Flügelrad. Das heißt, wir haben hier dann eine größere Kraftwirkung von der Seite als von der Seite, wo die Teilchen mit kleinerer Geschwindigkeit wegspicken. Somit erhalten wir also hier einen Effekt, einen Rückstoßeffekt, der in dieser Richtung zeigt. Das heißt, das Rad wird auf der Seite so beschleunigt. Und genauso auch hier, da ist die Seite auch heißer, hat also einen größeren Erwärmungseffekt auf die Luft. Das heißt, die Teilchen spicken danach hier mit größerer Geschwindigkeit weg als von der Seite. Das heißt, der Rückstoßeffekt ist auch da so, sodass das Ganze dann anfängt zu drehen.
Das funktioniert, wie gesagt, nur bei kleinen Drücken. Da haben wir dann quasi die normale Impulsgeschichte eines losen, idealen Gases, das wir verwenden können. Wir haben auch sehr wenig Reibung dann, dass das Ganze abbremsen würde. Und ja, das ist die ganze Geschichte. Man könnte auch sagen, wenn man es ein bisschen thermodynamischer ausdrückt, könnte sagen, dass hier das Gas sich erwärmt und deshalb eine etwas größere, eine höhere Temperatur und somit ein größerer Druck auf die Umgebung herrscht. Da ebenso und deshalb diese Geschichte anfängt sich zu drehen.